aber trauen sich nicht, diesen einen Schritt zu machen. Was glaubst du, wo denn? Weil wir es nicht gewohnt sind, ersten Schritt zu machen. Der Mensch ist halt ein Gewohnheitstier und wir machen das, was wir kennen. Und das, was wir nicht kennen, das machen wir halt von Natur aus nicht, weil wir eben diese Ungewissheit haben. Angst entsteht durch Ungewissheit, haben wir auch im Buch so beschrieben. Wenn man genau wüsste, was passiert, dann würde man es ja machen. Richtig. Weißt du, wenn du jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt von mir notariell besiegelt die Garantie bekommst, du fängst jetzt mit deiner Geschäftsidee an und das Ding wird was. Kein Zweifel. Ist garantiert von mir. So, dann würdest du sofort machen. Dann würdest du einen Job kündigen, würdest das machen und da, 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 da. So, und dadurch, dass man aber nicht weiß, ja, das ist ja ungewiss und da, 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 da. Ich glaube, das größte Problem ist von den meisten Menschen, dass sie sich selber gar nicht vertrauen, weil sie sagen, alles, was ich in meinem Leben anfange, mache ich nicht zu Ende. Sport, Beziehungen, Lesen, bla, 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 bla. Man fängt alles Mögliche an, macht aber nichts zu Ende. Das heißt, es ist ja auch ein berechtigter Grund von jemandem zu sagen, ich fange es lieber nicht an, weil ich glaube, ich kriege es nicht hin, weil ich mir selber gar nicht das zutraue. Mhm. Ich glaube, da kann man sich selber versuchen, so ein bisschen auszutricksen, indem man so kleine Gewohnheiten mal ändert und sich selber beweist, dass man auch etwas durchziehen kann. Habe ich damals auch gemacht. Mhm. Ich habe mir auch kleine Gewohnheiten genommen. Am besten nimmst du gleich die schlechten und gewöhnst dir die einfach ab. Und beweist dir damit selber Selbstdisziplin. Das ist auch ein Kapitel in dem Buch, wo wir auch genau beschreiben, wie das funktioniert. Und dadurch traust du dir dann auf einmal mehr zu. Und dann fällt es dir auch leichter, erste Schritte zu gehen, weil du dir selber halt mehr vertraust.